Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Dungeon Siege. Ja, treu wegen dem Lecker, aber das ist wahrscheinlich einfach Frepsis gestartet. Altes Spiel, keine gute Performance und so weiter. Aber ja, es ist ja wieder gut. Kommt sicher einer rein und denkt, oh, das ist ein Scheißspiel, das leckt ja. Geht wieder raus. Naja. Sonst leckt es ja wenig, also... Ich hätte vielleicht nicht gerade dann starten sollen, wenn ich noch mitten im Krieg bin. Aber, tja. Die Gegner folgen mir natürlich immer wieder. So weit. Naja, also der erste Part kam natürlich, wie erwartet, nicht ganz so gut an. Ist klar, es ist ein uraltes Spiel. Es wollen nicht viele schauen. Aber ich empfehle für jedem, der überhaupt dieses jetzt gerade auch schaut, nehmt diesem Spiel einfach eine Chance. Schaut es einfach bei mir. Ihr müsst es überhaupt nicht kaufen. Tut lieber... eben bei mir manchmal vorbeischauen in dieser Let's Play, also eben einfach ab und zu vielleicht. Es ist einfach sehr gut, es ist sehr gut inszeniert, die Bosse sind cool, die Ausrüstung ist cool und so weiter, also es macht einfach viel Spaß. Und ja, das brauche ich jetzt nicht zu machen, denke ich mal. Warte kurz, die Quests, die speichern, glaube ich, auch nicht. Ja, die Quest haben wir ja schon gemacht. Hier war auch die Höhle, stimmt's irgendwo? Das ist jetzt wieder so ein Dingschlein. Jetzt leckt es wieder, tut mir leid kurz. Jetzt habe ich plötzlich wieder 60 FPS. Jetzt ist die Intelligenz hochgegangen. Sehr gut, dann haben wir viel mehr Mana. Ja, und da kommen noch ein paar Leutchen. Sonst muss ich eventuell Fraps kurz neu starten gehen, gell? Aber eben das Spiel, das läuft nicht gut auf Steam. Ich würde lieber die alte CD-Version irgendwo ausgraben, aber das sind die CDs langsam kaputt. Weil einfach mein Vater immer gespielt hat und die CDs halt immer kaputt gemacht hat. Er ist halt ein kleiner Noob, also er passt nie auf die CDs auf. Und ich akzeptiere es ja, aber eben. Jetzt hat er halt einen neuen PC, jetzt kann er es nicht mehr spielen. Ich kann es auch nicht mehr spielen, dank Papa. Und tja. Also manche Lecker muss ich eben einfach verzeihen, gell? Das liegt vielleicht auch eben mehr an Fraps. Also es muss an Fraps liegen, weil sonst leckt es ja nicht. Hallo, Autoangriff? Die machen recht viel Schaden, hä? Also ich werde euch zeigen, ich spiele auf schwer. Schwierig. Seht ihr, mehr geht nicht. Also ich spiele auf schwierig, gell? Und da machen die Gegner natürlich einfach viel mehr Schaden. Vor allem die Gegner sind schwer geworden, nicht so viel zäher, aber die Gegner werden schwerer durch den Schwierigkeitsgrad schwer. Und eventuell muss ich das auch bald wieder runterhauen auf Mittel. Eventuell ist es halt extrem schwer balanciert. So, jetzt kommen wir zur zerstörten Brücke, sonst könnten wir auch zu Stonebridge einfach gehen. Verdammte Krugs! Ich habe gewusst, dass sie nicht sehr schlau sind, aber jetzt haben sie es echt noch überboten. Erst checken sie die Brücke an und dann schicken sie einen Wagenzug drüber, wenn das ganze Ding gebrannt hat. Jetzt ist der einzige Weg nach Stonebridge dort runter.
hinunter und das bedeutet, dass man nur noch durch die alte Grüfte zur Straße kommt. Nie im Leben gehe ich da lang. Ja, dann musst du halt warten hier, bis du versauerst. Nein, ich helfe dir ja dann später, gell? Auch wenn ich es nicht kann. Hier gibt's überall diese Trassen, diese über groß, also die erhöhten Teile. Und dort oben hat es auch noch Gegner, aber die erledigt sich nicht immer wieder. Das ist einfach sehr gut zum Farmen. Vor allem hier kommen sie auch dahin. So. Also es ist ein richtig gemütliches Spiel. Wer das nicht mag, der muss halt einfach überspringen, gell? Es gibt immer wieder tolle Sachen, die reinkommen. Es ist nicht annähernd langweilig. Sehe das Gegenteil, aber man merkt es halt relativ schlecht, weil das Spiel halt auch sehr, sehr grindhaftig ist. Aber ihr werdet sehen. Ja, ich kann nichts machen, die sind zu stark. Jetzt sind wir das erste Mal gestorben wegen so nervigen Wölfen. Ja, dann werde ich mal die Schwierigkeitsgrad runterziehen, hä? Sonst haben wir doch keine Chance gegen die. Ich habe einen Trank getrunken, aber der Charakter hat nichts gemacht einfach. Auf jeden Fall werde ich am Schluss den High-Level-Content sicher auf schwer machen. Ich werde mich durchbeißen. Die Levels sind mega cool. Kennt ihr zum Beispiel das unendliche Labyrinth? Da gehen wir dann mal hin, das ist wirklich unendlich. Also da müsste ich ungefähr 20 Parts machen, bis ich da durch bin. Das ist sowas von heftigst. Oh nein, der Leitwolf. Hier gehen wir nicht durch. Da ist der Leitwolf. Das Labyrinth hat so viele Umwege und so. Und was bekommt man am Schluss? Das sage ich euch nicht. Auf keinen Fall, das ist einfach nur mega schäbig. Ja, aber es ist, es macht einfach Spaß. Und dann der Vulkan. Kennt ihr den Vulkan? Nicht der von Arana. Nein, der von Untrea. Das werde ich euch natürlich auch zeigen, aber erst im Schwierigkeitsgrad. Im zweiten Schwierigkeitsgrad. Veteran, hä? Der ist nämlich sowas von cool, dieser Vulkan. Da gibt es die höchstleveligsten Gegenstände. Ja, ja. Und nicht beim letzten Stein, nein. Oder beziehungsweise beim beim Untergrund nach den Steinen. Nein, nein. Im Vulkan auf der Osterinsel. Osterinsel heißt sie. Aber es ist eine Osterinsel, weil es ein Easter Egg ist. Und ja, das werde ich alles zeigen. Das werde ich alles zeigen. Ich freue mich schon so gigantisch drauf. Auch wenn ihr eben momentan nicht viel zuschauen, bitte schaut zu, sagt's den anderen. Es ist einfach ein tolles Spiel. Und viele Leute sind einfach negativ aufgestellt auf Dungeon Siege. Schon immer. Dungeon Siege 1 ist nicht Dungeon Siege 3. Dungeon Siege 3 hat halt böse Sachen wegen Obsidian Entertainment gemacht. Also, ich weiß nicht, was Obsidian wollte. Pff, keine Ahnung. So, was ist hier merkwürdig? Nicht die Fee, nicht diese kleine Frag, sondern da kann man etwas aktivieren. Ach cool. Die Feen geben übrigens Life, Mana, also Leben, Mana oder beides. Das war, glaube ich, eine Beides-Fee. So, hier haben wir nichts mehr. Ja, das weiß ich noch von früher. Also ich habe Erinnerungen vor 15 Jahren, hä? Ja, 14 Jahren. Ich habe nicht so lange gespielt, aber... Doch, ich habe schon lange gespielt, aber sehr, was soll ich sagen?
extremst nicht so alles gemacht mehr. Das erste und zweite Mal habe ich alles gezeigt. Also gezeigt, ich habe ja allein gespielt. Aber vor allem einfach, ich habe, seht ihr den blauen Gegenstand? Das ist ein Stab. Ich habe vor allem einfach die ersten paar Mal alles erkundet. Ich wusste alles und habe dann immer wieder einfach wieder reingeschaut durch meinen Vater, der vieles nicht gefunden hat. Da habe ich immer wieder selber müssen suchen. Und deshalb habe ich das Spiel überhaupt noch so lange gespielt. Also ja, es ist einfach... Oh, ein Mana pro Treffer. Cool. Es ist einfach das Wichtigste, ist einfach, das Spiel muss man lernen, gut haben zu können, also finden. Dieses Spiel hat alles versteckt, das was Spaß macht. Diese Gegner erkunden, das ist einfach genialst. Kein einziges anderes Rollenspiel hat einen besseren Entdecker dran. Aus keinem nicht. Sorry. Auch Witcher 3 nicht. Sondern dieses Spiel hat einen größten Entdeckerdrang. Man wird gedrängt, alles zu erkunden. Wenn man halt ein süchtig ist nach, ja, was ist denn dort und was ist denn hier? Weil vor allem man ist halt eben itemsüchtig. In diesem Spiel ist man extremst itemsüchtig. Man muss natürlich die besten Amulette haben und die besten Ringe. Und dazu muss man extremst lange farmen, vor allem im niedrigen Schwierigkeitsgrad, im niedrigen Level, muss man extrem viel farmen für ein gutes Amulett und für gute Ringe. Und ich werde wirklich da auch ein bisschen mitmachen, aber natürlich sehr wenig. Also lasst euch bitte überraschen. Das geht irgendwie gar nicht. Ja, die Map waren damals dazu meist nur so. Nicht lecken bitte. Ist wieder etwas geladen. Immer wenn das Spiel irgendwas ladet, dann leckt es halt mit Fraps. Ohne leckt es glaube ich nicht. Hm. Und eben damals war die neue Ebene und jetzt ist eine neue Ebene und deshalb leckt es nun mal. Ja, wir werden in der Gruft wahrscheinlich noch ein bisschen sterben, aber ja, es ist nicht so schlimm. Und kennt ihr in der Gruft die Geheimgänge? Ich glaube kaum, dass ihr die kennt. Also viele Leute, die das Spiel einfach so nebensächlich mal gespielt haben, kennen den überhaupt nicht. Also es sind zwei oder drei und das ist einfach genial. Also wie schwer die versteckt sind. Auch in Dungeon Siege 2 waren die damals richtig gut versteckt. Schade, dass die Entwickler ja bankrott gingen und es an Obsidian verkaufen musste. Aber es hat Microsoft. Die machen das einfach, weil sie dumm sind. So, ich muss unbedingt schauen, dass ich nicht zu viel mitnehme. Ja, diese Stiefel sind natürlich Schrott. Können wir wegwerfen. Die Handschuhe brauchen wir ja nicht. Und Mana entreißen. Cool. Ja, die zweite Stufe brauchen wir noch. Dann müssen wir das wechseln. Weil, ja, Leben entreißen ist natürlich sehr gut. Und Mana entreißen tut das die hohen Mana-Kosten wieder weg. Ah, ich wollte eigentlich das einsetzen. Ja, ja, also es ist gewaltig, wie das Spiel damals schon für einen Einfluss auf mich gehabt hat. Es hat mir einfach sehr viel Neues gelernt über Games. Ich bin ein richtiger Fanboy, aber ein wahrer Fanboy, nicht ein falscher. Heutzutage gibt es eigentlich fast nur noch falsche Fanboys. Und das ist nicht, natürlich nicht so toll. Aber hey, naja, es ist halt Ansichtssache, ob es falsch oder nicht, weiß ich. Aber eben, ich bin halt einer der relativ
das gut überlegt und es auch nicht so böse mag. Natürlich, ich mag vieles nicht so böse, wie ich mich zum Ausdruck bringe. Aber das ist meine Richtung. Die Leute sind heutzutage viel zu verletzlich. Und das macht mir halt manchmal auch Sorgen, wenn die Leute plötzlich auf mich losgehen. Tja, kann ich nichts machen, oder? Ja. Da sind schon wieder ein paar Gargoyles. Mehr gibt's hier nicht, gell? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die Verstecke waren erst später. Skelette halten natürlich mehr aus, das ist ganz klar. Ja, die Streitkolben, die sind schon relativ gut hier. Aber, ja, ich habe sie eigentlich nie richtig lange benutzt, natürlich. Jo, jetzt müssen wir die Stufe haben unbedingt, dass wir mehr überleben können. Hallo, greif doch an. Die sind zu schnell. Ja, auf normal ist es viel, viel besser, hä? Das ist irgendwie cool, wie die auch wieder reingehen manchmal. Das macht so einen guten Flair aus. Das ist richtig nett gemacht. Die Entwickler hatten noch richtig viel Lust, ein Spiel zu entwickeln. Heutzutage meinst du immer wieder, die Spiele müssen, die Entwickler müssen das Spiel so schnell wie möglich rausbringen und alles Mögliche. Das ist kein Herzblut mehr. Überhaupt kein Herzblut mehr. Aber es ist natürlich halt einfach. Die Leute wollen nur Geld verdienen mit Games. Nur Geld verdienen, die Entwickler sind. Die wollen nur noch Geld verdienen. Und das ist es. Genießt die alten Spiele, auch wenn sie hässliche Grafik haben oder sonstige was. Genießt es. Verdammt nochmal. Genießt es. So gut wie möglich. Ja. Also ich freue mich gigantisch auf dieses Spiel. Es endlich wieder zu spielen macht mich zu einem der glücklichsten Menschen der Welt. Und ich freue mich einfach gigantisch. Ja, ich bin sonst auch einer der glücklichsten Menschen der Welt, weil ich einfach meine Welt genieße. Ich genieße meinen Fußball, ich genieße meine Familie, genieße mein Let's Play, meinen Kanal, also alles Videos. Und es wird noch viel, viel mehr kommen, gell? Einfach Geduld haben. Und vor allem bessere Content kommt natürlich auch. Kein Problem. Es wird sicher viel freuen, wenn ich dann bald jetzt den Ding Let's Play, World of Warcraft wieder mal und es auch, ja, lange Let's Play, weil ich spiele ja immer alle Spiele sehr lang und deshalb, seht ihr, wie stark das ist Wahnsinn, beschlagenes Leder. Ja, 23 braucht 12 Stärke, können wir nicht gebrauchen, schade, aber ist relativ gut, hä? So. Sucht mal den Schalter. Also, man sieht ihn noch nicht. Aber sucht mal... Ja. Einen Schalter. Einen. Nur einen. Habt ihr beide gesehen? Seht ihr beide? Jetzt seht ihr beide. Da unten ist einer und hier ist einer. Bis ich das entdeckt habe, damals war ich ja noch nicht der Profi-Zocker und so. Habe einfach immer wieder durchgespielt und so weiter. Aber heutzutage würde ich das sogar so am ersten Mal finden. Aber ja, es ist halt relativ schwer. Hä?
Wenn man da nicht drauf kommt, dann eben sieht man doch das. Ja, und hier haben wir sehr gute Sachen. Also vor allem mal Gargus. Viel, aber ja, man findet gute Ausrüstung. Man findet einen Stiefel. Also zwei Stiefel natürlich. Die extremst gut sind. Viel Leben besitzen. Hier muss ich mal gucken, wo wie man hier reinkommt. Oder war das nur auf der anderen Seite? Es war nicht hier, hä? Okay. Dann war es auf der anderen Seite natürlich. Aber hier gibt es, glaube ich, die Stiefel. Hallo! Ich muss mal hier schauen, ob das Auto, der Autokampf aus ist. Ja, ja. So. So ist es nämlich besser, aber ihr müsst schauen, dass ihr niemals den Stab verwendet, dass ihr sehen. Immer in einem neuen Spiel natürlich immer wieder die Magie ausrüsten im Multiplayer, im Einzelspieler geht es zum Beispiel nicht. Toll, das kann ich nicht mit dem machen. Ich kann, glaube ich, das irgendwie umequippen, aber ich weiß es nicht, wie. Tja. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, Leertaste ist Pause gewesen. Das größte Problem unserer Spielkunst ist, man kann die Vase nicht kaputt machen. Wir sind sowas von arm, hä? Gut, sonst haben wir hier nichts mehr, also es ist an der anderen Stelle. Ja, ist auch besser erkennbar. Die Entwickler wollten das einfach nicht so schwer machen. Gehen wir auf die andere Seite, hä? Hier haben wir alles scheinbar. Gut. Ja, hier haben wir fertig. Ich mache hier immer gleich wieder zu, weil eventuell müssen wir wieder hier hin. Aber ja, es ist sowieso immer wieder resettet. Weil das Game, das Multiplayer-Game halt so ein bisschen scheiße ist. Nein, nein. Hier, bis ich den zweiten gefunden habe. Ich habe irgendwie den nicht gefunden. Ich weiß nicht, was ich damals... Vielleicht ging ich einfach um die Ecke, habe ihn hier gefunden. Ging um die Ecke, habe ihn besiegt und bin wieder zurückgegangen und habe einen... Den nicht gesehen, aber den habe ich ja immer wieder gesehen, aber den nicht. Das war damals so extremst winzig aufgelöst, dass man die Sachen nicht als Hebel erkannt hat, sondern als, hey, was ist jetzt los? Ich komme nicht mehr runter. Ah, ich habe den falschen vielleicht angeklickt. Das kann nämlich auch immer wieder sein, dass man den falschen einfach anklickt. Also durch, seht ihr? Ich muss den anklicken. Dann bleibt er auch hier. Ja, also Mana-Probleme haben wir nicht mit Blutabsaugen. Das ist toll. Und die Effekte stimmen nicht, glaube ich, irgendwie. Ah, ja. Ich werde eventuell noch ein bisschen leveln. Bis ich wieder hier bin, hä? Weil ich muss ja jetzt wieder... Oder komm, wir machen zwei Parts heute, hä? Ja, ja. Weil ich's bin. Ich tue ja immer wieder ein bisschen öfters Parts machen und tue nicht alles begrenzen. Bei mir seht ihr zum Beispiel, eben an unbekannter Zeit manchmal die Videos... Aber meistens im halt richtig, ja nicht meistens, sehr wenig richtig. So. Ja, hier habt ihr diese Gewichtsplatte sozusagen, wenn wir die Gegenstände aufnehmen, geht hier zu, dann bekommen wir den Trank nicht. Das haben wir gekonnt gemacht und hier haben wir aufgemacht. Da drüben ist noch der andere.
So, und wenn wir alle Gegner besiegt haben, bekommen wir hier die gesunden Stiefel, die auch erst jetzt angezeigt werden als blaue Items. Und schaut, extrem stark, hä? Also doppelt so stark plus 15 Gesundheit ist schon was von cool, hä? Also, wir haben diese zwei Verstecke gefunden. Ein Versteck gibt es, glaube ich, nicht mehr hier drin. Ist ein bisschen schade, natürlich, aber ja, die Entwickler haben halt wenig Zeit gehabt. Und so weiter. Immer in Zeitnöten. Also hier geht's gar nicht mehr zu. So, jetzt kommt dies. Wir haben hier Feuerbälle, die rauskommen, aber weil wir die zwei Verstecke gefunden haben, ist dies aus. Und das ist doch mal toll, weil man bekommt schon relativ, ja, es ist schon langsam, aber man bekommt doch durch die Steuerung eventuell mal einen ab. Zauberbuch, yes! Wir brauchen die Zauberbücher, um mehr Zauber auszurüsten. Das ist jetzt eine Falle, das ist klar. Ach, wie toll. Weil das Spiel, das... In Diablo hast du immer wieder das Gleiche. Du schießt Gegner runter mit dem Bogen oder mit dem Zauberstab. Und, ja, das bringt dir nichts. Hier hast du überall Verstecke, du hast Gegner, du hast Fallen. Das ist einfach nur mega cool. So. Wir nehmen das mit und rüsten das dann später aus, hä? Tun das Lesen natürlich. So, wir nehmen mal ein paar Tränke raus. Die sind sowieso nicht so gut und wir haben Auffüllungspotenzial mit den Tränken da. Recht viele. So, eben, der Dolch, also das Messer, nie, Ding, wegschmeißen. Das braucht ihr. Und ihr werdet sicher denken jetzt, wieso brauche ich denn das, wenn ich dasselbe Spiel spiele? Es ist etwas vom coolsten damit möglich. Etwas das coolste Level, das es gibt, könnt ihr damit aufmachen. Hä? Also, spart es auf. Da könnte irgendwo noch was sein. Da, ja, ich wusste, dass es noch einen Geheimgang gibt. Seht ihr? Ich wusste, dass es noch einen Geheimgang gibt. Natürlich habe ich gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen mehr, weil ich mir nicht ganz sicher war, aber ihr seht es ja. Man behaltet diese Geheimverstecke einfach. Ich wollte nicht zu ihm. Oh, Zwielichtläde. Oder was das war. Ach herrje. Also, das war so cool, dass ich diese drei Verstecke endlich gefunden habe. Ich habe nirgendwo nachgeschaut. Ich wusste nicht, wie viel es gab, aber dann gab es plötzlich keine mehr. Und, ja, jetzt gibt's wieder, hä? Was, da gibt kein Mana? Okay, trinken wir. Zuerst leben. Und schon tot. Ja, ja. Aber hier haben wir scheinbar nichts mehr. Hä? Nö. Da ist gar nichts. Und auf dieser Seite ist auch nichts. Okay, leider nicht so. Hat der Mana-Trank, ja. Aber mehr auch nicht. Ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so relevant, also der muss man nicht kennen. Es ist wirklich nur wegen den Stiefeln. Ich habe mich so gefreut, dass ich diese Stiefel gefunden habe und habe sie als Unique bestempelt. Ja, sie sind als Unique, weil sie es nur einmal in der Welt gibt. Es gibt die nur einmal in der Welt. Und das ist hier.
So, wir haben 30 Minuten. Wir machen mal Stopp, hä? Im zweiten Part dieser Aufnahmesession, also im dritten Part geht's weiter. Bis dann, tschüss.